Ich grüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hossein Pishgar. Ich komme aus dem Persien, aus dem Iran. Und ich darf bei einem sehr besonderen, speziellen Programm mit dem Staatsorchester Stuttgart das 5. Sinfoniekonzert diese Woche dirigieren, worauf ich mich total freue. Von Charino spielen wir Efebe con Radio. Das Stück ist ein herrliches Stück, ein sehr theatralisches Stück, wo eigentlich eine sehr klare Dramaturgie, Klangdramaturgie und Klangcharaktere eigentlich dahinterlegt. Und man hat mit Radio zu tun, mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Charakteren, die dann sich bei einem Radio verändern. Ganz im Gegenteil ist Fausto Romitelli, Audiodrome, Dead City Radio, das eigentlich genau den gleichen Punkt sieht, nur aus völlig anderer Hinsicht. Der Punkt ist eigentlich die Begegnung, die Konfrontation mit unserer Zeit, mit den Tatsachen, mit denen wir konfrontiert sind. Radio als Element, diese Zeit mit all dieser Hässlichkeit und Schönheiten. Charino lacht darüber. Bitter oder wirklich, oder er ist ein Italiener, der kommt aus Süditalien und es ist so viel da zu hören. Romitelli nicht. Der bringt schon den Schmerz selbst zustande und schreit darüber und sehr tief und sehr dramatisch. Der Mann, glaube ich, aus meiner Sicht einer der besten Komponisten 20. 21. Jahrhundert sowieso, ist 2004 schon gestorben. Das ist eines seiner letzten Werke. Und fast alle Werke, die ich von ihm kenne, gehen wirklich sehr ernst mit den Sachen um. Die hatte dann wirklich alle Hässlichkeiten unserer Zeit so ästhetisch aneinander gebracht, dadurch auch natürlich ein ganzer Strukturkomplex ist. Die Wirklichkeit und wie man damit umgeht, ist natürlich dieses Konzept. Und was wirklich, wirklich ist und was unwirklich ist, die Frage hört nie auf. Dafür ist natürlich Beethoven immer da. Und die vierte mit seiner besonderen Heiterkeit und Humor, was aber völlig anders anfängt. Der Anfang von Romitelli und vierte Beethoven gehen vor allem für mich in dem Abend in die gleiche Richtung, wo dann auch unsere Interpretation bei Beethoven auch dann natürlich beeinflusst, weil man dadurch dieses Stück auch anders hören kann und hören wird, sicherlich. Es sind viele. Wie kann man über Beethoven 4 jetzt dann sprechen, um dann seine Lieblingsstelle? Beethoven singt sehr selten. Der hätte wirklich sehr gerne immer gepocht. Und ich meine, diese Figur, der dann alleine die ganze, aus meiner Sicht nicht nur Musikgeschichte, sondern Menschengeschichte und Kunstgeschichte, komplett verändert hat in seinem Dasein. Aber wenn er singt, dann singt er wie kein anderer. Und das tut er meiner Meinung nach in den Sinfonien zweimal so eindeutig. Und eins davon ist der zweite Satz von der vierten Sinfonie. Da ist dann plötzlich wie eine italienische Oper. Es ist nicht so, sozusagen, wenn sie so Stellen, aber Lieblingsstellen gibt es bei jedem Werk. Oh, das ist viel. Bei Romitelli gibt es wirklich Stellen, auch bei Charino, dieses so völlige Geschmack. Sie fragen einen Vater, welches Kind er am besten liebt. Und das ist keine gute Frage. Vor allem dafür gibt es keine richtige Antwort. Relevanter kann es nicht sein. Man sollte nur schauen, was auf die Welt los ist, politisch und menschlich.